Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video in Arma 3. Und ja, es hat ein bisschen länger gedauert, leider Gottes. Ich hatte leider nicht immer so viel Zeit, um hier eine neue Mission zu bauen. Aber heute sind wir wieder hier, wieder schön im Stargate Center, wo wir immer unsere Mission ausstarten. Und das letzte Mal haben wir ja Abydos befreit und heute geht's mal ein bisschen ruhiger zu. Zumindest ist das der Plan. Man weiß ja nie, wie das letztendlich alles läuft, ne? Und zwar geht es darum, wir haben endlich mal das geschafft, außerhalb der Milchstraße die erste, sage ich mal, den ersten eigenen Stützpunkt zu erstellen, zu erbauen, was weiß ich. Und praktisch auf einem fremden Planeten einen eigenen Stützpunkt, eine Alpha Base zu errichten. Alpha Base heißt in dem Fall, dass man, falls die Erde angegriffen wird, hat man noch einen Ausweichpunkt, wo man, sag ich mal, die Erdlinge noch retten kann, beziehungsweise, dass die Gesellschaft noch weiterleben könnte mit ein paar ausgewählten Leuten. Und ja, wir bauen da derzeit eine Alpha Base auf einem fremden Planeten derzeit auf und wir haben heute den Auftrag, einfach mal, ja, die Base anzugucken, zu kontrollieren, was da so läuft und alles Mögliche. Wir befinden uns hier schon wieder in der Waffenausgabe, weil wie ihr seht, wir sind noch nicht angezogen so richtig. Wir brauchen noch natürlich Munition und Waffen und alles Mögliche. Dazu hole ich mir aber jetzt hier erstmal hier vom Arsenal erstmal ein geladenes Loadout. Da habe ich mir natürlich wieder was vorbereitet. Falsches, das war Daniel. So, Colonel 2. So, wir haben heute eine P90. Wir sind heute nicht so stark ausgerüstet. Wir gucken einfach mal rein, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Wir haben erstmal eine stylische schwarze Schutzbrille. Haben ein Cappy auf, haben ein Fernglas, haben einen UAV-Terminal. Werden wir heute aber wahrscheinlich nicht brauchen. Ein paar Splittergranaten, Rauchgranaten, Erste-Hilfe-Kasten. Dinger, die sind recht wertvoll. Und ja, so sieht's aus. Und heute spielen wir mal ohne Ace, da der Stargate-Mod noch nicht so richtig kompatibel ist mit dem Ace-Mod, habe ich den diesmal mal rausgelassen. Und ja, versuchen das heute mal ohne Ace. Aber so funktioniert das natürlich auch top. Wir haben wieder einen Haufen Mods an den Start. Natürlich RHS ist wieder mit aktiviert. Und verschiedene andere, die seht ihr dann alle in der Beschreibung, welche ich verwendet habe. Und ich würde sagen, wir wählen gleich mal raus und zögern das hier nicht so lange hier raus. Ne? Das kann ja nicht sein. Zu Informationen, ich benutze jetzt hier nicht das aktuelle SGC, immer noch das alte, was ich jetzt vorher auch immer benutzt habe. Weil man kann ja derzeit auch, so sage ich mal, ein Alpha-SGC benutzen, direkt vom Stargate-Mod. Aber der ist halt noch nicht fertig und da sind ein paar Türen und sowas, führt in nichts und sowas. Das hat mir noch nicht so ganz so gefallen, deswegen benutze ich lieber mein altes. So, dann wählen wir erstmal hier raus und zwar zu P3X118. Und hier sieht man dann schon die erste Neuerung. Das wählt nicht so schnell an wie das letzte Mal. Und zwar nämlich langsam, wie im Stargate Center es halt so üblich ist. Und man hat hier sogar die Anzeigen von den Symbolen. Das ist schon sehr, sehr cool geworden. Und das gucken wir uns jetzt auch mal ein bisschen an. Dauert natürlich dementsprechend ein bisschen länger. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. So lange dauert das ja auch nicht. Sind schon beim Chevron 3, Chevron 4. Und wir, würde ich sagen, ich gehe dann gleich mal runter. Wir brauchen diesmal ja kein keine Drohne vorschicken, beziehungsweise kein Malp, weil wir ja natürlich wissen, wie es da abgeht. Das ist ja unser Alpha-Stützpunkt. Da soll es ja ruhig sein, hoffentlich. So. Okay, wir haben natürlich hier die neuen M2s vom Stargate-Mod selber mit diesen Schutzgedönse. Ist ja auch neu. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und gucken mal, was uns erlebt. Was uns erlebt. Ja, das war wieder vollkommen deutsch. Wir gucken mal, was uns erwartet. So rum. Und da sind wir in der neuen Alpha Base auf einem fremden Planeten. Servus, hallo. Natürlich wunderschöne Geräusche hier. Wir haben hier eine Personalstärke von ca. 20 Soldaten, soweit ich das weiß. Der sieht richtig stylisch aus hier. Und wir melden uns mal zuerst bei unserem Colonel und praktisch der Basisleiter von der Alpha Base.
Und ihr seht hier, die NATO ist mit dabei, USA natürlich und das Stargate Center. Und ja, wir haben hier eine abgesicherte Base auf jeden Fall. Es ist sehr schön ruhig hier alles. Und dann fragen wir mal nach, was hier so abgeht. Und na, gucken wir einfach mal nach. Ah, da sind sie schon. Hallo Colonel, willkommen auf der Alpha Base. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Na, aber natürlich tun wir das. Achso, und fragen Sie mal nach, was mit unserem Radar los ist. Okay, das machen wir mal. Was soll denn mit dem Radar los sein? Fragen wir einfach mal nach. Ansonsten, was haben wir sonst noch hier? Leute, die sich unterhalten, im Briefingraum scheinbar. Ja, sind alle recht gechillt hier scheinbar. Keine größeren Probleme. So, machen wir mal zu hier, das Gedönse. Das Radar, das ist hinter uns, da oben. Ah, da ist schon ein Wissenschaftler. Natürlich, richtig. Also wir haben 20 Soldaten oder sowas. Oder beziehungsweise die Besatzung ist 20 mit den Wissenschaftlern. Weil das natürlich auch zum verschiedenen Dingen ausprobieren hier ist. Wenn natürlich was schief geht und das ist im Stargate Center, dann betrifft das ja auch gleich die Erde und das ist natürlich auch nicht so gut. So, was ist hier los? Colonel, es gab vor etwa einer Stunde einen massiven Sonnensturm auf unser Radar, und unser Radar wurde stark beschädigt. Wir hoffen, dass wir es schnell wieder hinbekommen. Ja, das hoffe ich auch, weil wir sind sonst blind, ne? Ah. Ich hoffe, das läuft. Ne? Unglaublich hier. Naja, gut. Dann fragen wir mal unseren Kommandanten nochmal nach. Das ist ja der Oberkommandant. Jetzt fragen wir nochmal den Nebenkommandant, sage ich mal, nach, der von SG-1 hier, sage ich mal. Und gucken, was der noch für uns hat. Und wir sind natürlich hier vollkommen alleine unterwegs, weil, naja, es ist ja nichts Großes. Wir sollen ja hier nur einfach mal nach den Rechten schauen. Und das machen wir jetzt einfach mal. So. So, das ist eine kleine, ganz schöne Computerstation hier. So, Colonel, wir haben vor kurzem was sehr Interessantes gefunden. Etwa 2 Kilometer in Richtung Osten befindet sich ein kleines Forschungszentrum. Nehmen Sie sich ein Auto und schauen Sie sich's mal an. Bis dahin, weitermachen. Okay, machen wir, danke. Jeder hat hier so eine andere stylische Brille auf hier. Das ist schon Wahnsinn. So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Läuft ja scheinbar ziemlich easy hier gerade alles. Wir gucken noch mal kurz hier oben. Wir haben hier natürlich verschiedene Dinge. Anti-Air, MG hier oben auch, zum Schutz des Einganges. Aber laut unseren Drohnen, die wir hier schon losfliegen haben lassen, gibt es hier keine Zivilisation oder sonst was. Hier haben wir noch so ein kleines Munitionslager, was weiß ich, wenn wir das mal bräuchten. Aber wir holen uns jetzt erstmal so ein Auto und fahren da erstmal hin. Gucken wir mal, was da so abgeht. So. Aber nach rechts und links gucken, kommt nichts. Gut. Abmarsch. So Richtung Osten hat er gesagt, ja. Da ist doch so eine Schleiße. Da fahren wir einfach mal lang und gucken, was da so abgeht. Ja, es hat leider ein bisschen länger gedauert. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid mit den Parts. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Und in den verschiedenen Missionen steckt halt so viel Zeit drin. Das ist einfach Wahnsinn. So, aber wir sind schon da. Hier ist so eine kleine andere Base. Schicker Jeep. Servus, Leute. Und wie geht's euch? Ich hoffe doch gut. So. Ach, das ist schön idyllisch hier. Und gucken wir erstmal, was hier drin ist. Dann rede ich weiter über die Zeit, die mir gefehlt hat. Okay. Was ist denn das für ein Gerät? Ach du Scheiße. Lass uns das mal erklären. Colonel, das ist hier der Wahnsinn. Es ist ein Gegenstand von den Antikern und es strömt konstant Energie aus. Laut den Schriftzeichen, die wir bis jetzt übersetzt haben, ist es so eine Art Energiequelle. Eine Art Energiequelle. Okay. Das sieht ja auf jeden Fall ziemlich technisch hier aus. Das ist ja Wahnsinn.
Dann waren Antiga hier auf diesem Planeten. Das ist ja Wahnsinn. Ich sag erstmal speichern, weil ihr wisst ja, speichern ist wichtig für die Gesundheit und sowas. Ist immer gut. Es ist ja Wahnsinn. Und was macht ihr hier noch so? Ihr erforscht wahrscheinlich. Waren das gerade Schüsse? Wow, das klingt nicht gut. Oh Gott, ein Alarm. Okay, Leute, ihr bleibt erstmal hier. Der Hauptangriff wird wahrscheinlich erstmal auf die andere Base gehen, was auch immer da abgeht, okay? Ihr bleibt hier, geht in Deckung. Ihr beschützt die, okay? What the fuck? Ein Todeskleider. Okay, ich mache hier erstmal wieder zu. Bleibt in Deckung. Go, 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 go. Dann gucken wir uns das mal an, was da abgeht. Und ich dachte, das wird ein einfacher Job heute. Ja, natürlich Motor vergessen. Da kommt noch was angeflogen. Na komm, lad, 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 lad und Feuer! Wow! Was ist hier los? Fallschirmspringer? Was geht hier ab? Wow, wir sind unter Beschuss! Fuck, 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 los, los, los! Ja, erstmal verbinde ich erstmal. Verbinde ich, ja. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben unendlich Zeit. Ich weiß auch nicht. Puh. Speichern, für Speichern ist immer Zeit. Ich dachte, das wird ein einfacher Dingens. Shit, die haben uns schon entdeckt. Wahrscheinlich, weil wir die Rakete abgefeuert haben. Es scheint so, als würde der landen. Ja, der kommt runter. Aber zumindest ein Todeskleider ist weg. Fuck. Seht ihr die ganzen Kontakte hier voraus? Das ist auch der Evac-Alarm, kein normaler Alarm. Also wir sollten uns alle hier... Gott, da ist noch jemand gelandet. Also zwei von den Osiris-Schiffen. Ach du Scheiße. Was geht hier ab? Ich mache ich auch noch fertig. Ich krieg die nicht hier rein. Die muss ich aber auch noch ausschalten, bevor... Die sehen mich nämlich dadurch immer. Warte. Ich hoffe, dass es nicht weit geht. Komm, 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 komm. Feuer! Bam! Wow, fuck! Jetzt haben sie mich auf jeden Fall gesehen. Ich zieh mich erstmal zurück in den verdammten Wald.